drei, vier. Hui. Für mich ist das Musik. Hallo, ich heiße Angela und ich spiele Cello. Mein Instrument ist über 100 Jahre alt. Das ist mein Lebensbegleiter und das ist immer bei mir. Wir reisen immer zusammen und ja, wir spielen immer zusammen. Und ich habe seit ich 10 Jahre alt war, mit ihm gespielt. Also ich hatte als Kind kleine Zettel hier und dann konnte ich das gucken und sehen, wo alles war. Und auch ich hatte ein kleines Geige und mein Vater hat Cello-Saiten dazu gemacht, damit das ist so wie ein kleines Cello. Das sozusagen wir spielen hier die Töne oder wir entscheiden, welche Höhe wir spielen. Und mit dem Bogen machen wir es hörbar, sozusagen. Das bringt den Klang. Und die Koordination ist manchmal schwer, weil man muss etwas hier machen, sehr schnell, aber auch hier langsam oder andersrum. Das ist mein Bogen und ich brauche auch immer ein bisschen Rosin, das ist für das Bogen, dass es gut zu der Seite kommt und dass es gut klingt. Das sind so Fährharren und das geht manchmal kaputt, wenn man viel spielt oder sehr intensiv spielt. Also ich finde, was das Tolle von der Cello ist, dass es eine sehr gesangliche Stimme hat und wir haben ein bisschen alles. Also wir können sehr hohe Töne spielen, aber auch sehr tiefe und dunkle Töne spielen. Und ich finde diese Balance sehr, sehr toll und man kann viel erzählen damit. Das war der Anfang von Prokofjews Sonate. Man fühlt sich sehr verbunden mit den Komponisten, auch wenn man die nicht kennt. Man kann ein Stück, die 300 Jahre vorher komponiert war, wieder spielen und wieder lebendig machen. Und das beruhigt mich sehr. Und ich kann auch ohne Bogen spielen, das heißt Pizzicato. Und dann. Das benutzt man auch in Jazz oder in vielen Stilen, auch in Klassik. Und das ist wie Prado, das heißt, wir nehmen einen Ton, wir machen eine kleine Bewegung dazu und dann. Ja, das bringt eine Farbe, eine besondere Farbe. Glissandi spielend.
Das heißt, ich nehme zum Beispiel diesen Ton und dann mache ich eine kleine. So ein kleiner Rutsch. Musik ist für mich alles. Also, das ist mein Weg, um die Welt zu verstehen. Und das ist auch eine große Teil von mir. Musik war immer bei mir und das ist so ein Begleiter auch. Also ich habe viele, viele Freunde durch Musik kennengelernt und viele von den tollsten Erfahrungen auch kamen von Musik. Und deshalb bin ich super dankbar, dass ich Musik mache. Für mich ist das Musik.